haben jetzt Mitte April, die ideale Zeit auszusetzen. Also jetzt ist das Wetterfenster ideal. Es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu trocken, die Böden sind nicht so, dass man gut setzen kann. Und wir sind da mitten in der Ried-Katerstein, eine alte Lage am Leitergebirge, oberhalb von Kleinöflein-Eisenstadt. Und da sind jetzt jahrelang immer die Weingärten weniger geworden und weniger geworden. Und mit heuer werden es dann wieder mehr. An sich geht es gut zum Setzen, aber wie man sieht, der Kalksturm, der was da unten auch mit drinnen ist, an sich ist sehr viel Schiefer da heroben, macht uns dann schon das eine oder andere Mal auch Schwierigkeiten. Wir werden dann ein paar Sachen wieder händisch nachsetzen müssen, aber an sich ist bis jetzt super gut gegangen. Ja, und da heroben wird Chardonnay gepflanzt. Wir sind da in einem Höhenbereich zwischen 260 und knapp 300 Meter. Oben haben wir einen Wald, somit ist ein bisschen eine Kühle, kommt aus dem Leitergebirge, aus dem Wald raus. Und das ist dann besonders gut in der Traubenreife, dass der ein bisschen verzögert wird, dass wir länger warten können, die kühlen Nächte mitnehmen, Aroma aufbauen. Und das macht dann interessante, würzige, langlebige Chardonnays. Jetzt haben wir 2017. Was heuer wächst, wird vielleicht 1,5 Meter hoch werden. Das wird dann im zweiten Winter wieder komplett zurückgeschnitten auf zwei Augen, also nahezu Erdboden gleich. Nächstes Jahr sollte dann jeder von diesen Augen einen Trieb machen mit 2-3 Meter. Und im dritten Jahr kann man dann im ersten, den schöneren von diesen beiden Trieben, auf einen kleinen Ertrag schneiden. Somit, wenn alles gut geht, 2019 der erste kleine Ertrag.